Meine lieben Freunde, ich weiß, dass Sie immer wieder in vollster Erwartung sind, von mir das zu hören, was Sie wirklich zum Guten führt. Was uns heute am 6. Juni wieder zusammengeführt hat, ist doch lediglich nur das, dass jeder sich seines Hierseins, dass jeder sich seines Erdenlebens bewusst ist. Und vor allen Dingen, was ihn dazu bewegt, dass er sich diesen Freundeskreis angeschlossen hat. Heute sind wir so nett beisammen, dass jeder von Ihnen wirklich gewillt ist, auch Hand anlegen zu dürfen, so dass er nicht unnötigerweise sich hier um uns aufhält, sondern dass er in Zukunft auch das tun kann, was ihn schon immer bewegte. Nur hat er nicht den rechten Weg gefunden. Hier, glaube ich, haben Sie so viel wahrgenommen, dass Sie doch schon auf den rechten Weg sind. Wahrgenommen deshalb, weil doch viele Freunde, die auch um Sie sind, Wirkliches, Wahres an ihrem eigenen Körper erfahren. So der Körper doch von Unheil befallen war, wo er nicht mehr glauben konnte, dass er, der Körper, einmal wieder die Ordnung erhält und so, dass er, der Mensch, mit diesem seinem Körper dann auch wirklich den Weg gehen kann, der für ihn bestimmt ist. Das Heil erfahren, meine lieben Freunde, das ist Wahrheit, was Sie ja zu einem Teil von Freunden bestätigt erhalten haben. Dass ich Ihnen mehr von all diesem, wie Menschen das Heil erfahren haben, nach und nach auch übergeben kann, wie ich das zu einem kleinen Bruchteil schon hier für die Freunde in Österreich getan habe, dass ich unseren Freund Loy ein kleines Beckel von Erfolgsberichten übergeben und diese nur dazu dienen, um sie dahingehend zu belehren, dass auch unter diesen Menschen, die einen guten Erfolg für sich zu verzeichnen haben, erkennen werden, dass meine Anwesenheit gar nicht notwendig war und sie doch das Heil, sie würden sagen, ihre Gesundheit erfahren. Und immer da dann, liebe Freunde, ist es so gewesen, dass gerade diese Menschen, die von ihren Nächsten auch vom Arzt bereits aufgegeben waren, die für unheilbar erklärt wurden. Und gerade da bei diesen Menschen ist es geschehen. Gerade diese Menschen wussten genau, indem man ihnen immer wieder gesagt, das sei unheilbar. Alle Krankheiten sind heilbar, sagte Paracelsus. Nur nicht alle Menschen. Und hier ist der Wendepunkt, meine lieben Freunde. So Sie dieses gut verstanden haben, werden Sie wissen, worum es hier geht. Heilbar sind alle Krankheiten, nur nicht alle Menschen. Also muss den Menschen doch das Rechte gesagt werden. Muss der Mensch wieder auf den rechten Weg geführt werden, so dass er zumindest an sich selbst und auch an das glaubt, was er für seinen Körper nötig hat, so dass in ihm die Ordnung herrscht. Und so in ihm, in seinem Körper die Ordnung herrscht, wird auch um seinen Körper die Ordnung herrschen. Natürlich braucht der Mensch die Anleitung, natürlich braucht er die Anregung, natürlich muss man ihm die Wahrheit sagen, so wie Sie oder einige Ihrer Nächsten die Wahrheit bereits erfahren haben, wie das Heil im Körper zustande kam. Und das ist eine wundervolle Aufgabe. Und ich weiß, dass Sie fest dahinter stehen und dass auch Sie gewillt sind, diese, Ihre Aufgabe hierin zu erfüllen, sodass auch Sie später in die Lage versetzt sein werden, den Menschen den richtigen Weg aufzuzeigen. Was die Gemeinschaft, was der Gemeinschaftssinn, was der Verein, was die Vereinigung Ihnen sagt. Auch hier, liebe Freunde, will ich vorausschicken,
Wenn ich an Sie jetzt die Frage richten würde, was führt Sie zu mir? Ich antworte und sage, das Böse. Und nun frage ich, wie ist es überhaupt zu dem gekommen, dass die Vereinigung hier in Österreich ins Leben gerufen wurde? Und zwar durch Menschen, die Böses in sich hatten, die in Graz etwas angestellt hatten, um uns, das heißt, den ganzen Freundeskreis zu zerschlagen. Das war das Böse. Und dadurch kam es zu dem, dass wir uns fest entschlossen hatten und uns auch selbst sagten, das haben wir gar nicht nötig, so frei oder als Freiwild herumzulaufen. Und dann ging, das heißt hier Freund Loy, kam zu mir nach Deutschland, was ist zu tun? Dann habe ich ihn kurz aufgeklärt, was zu tun und zu lassen ist. Und das hat er auch hier in die Tat umgesetzt und so kam es zu dieser Vereinigung hier in Österreich. Und das Gleiche haben wir auch in Deutschland. Also immer wieder ist es doch, liebe Freunde, dass das Böse jeden Menschen zum Guten führt. Nie, dass sie das Böse in sich aufnehmen, nie, dass sie den Hass und den Neid aufkommen lassen, nie, dass sie Böses hier von sich geben werden, ja. Und dann haben sie schon das Böse soweit aufgenommen, sind sie vom Bösen erfasst und dann werden sie dem Bösen dienen. Hier soll es ja ihre Aufgabe sein, sich gegen das Böse zu wehren, das Böse nicht anzunehmen, so brauchen sie das auch gar nicht in die Tat umzusetzen, sondern nur das Gute. Immer über all das Böse stehen und sie brauchen sich von dem gar nicht hier unterhalten, sie brauchen darüber gar nicht sprechen, denn deswegen führen wir den gemeinsamen Kampf gegen das Böse, gehen wir gemeinsam den Weg, der allen Menschen wirklich zum Guten führt. Nur den Kampf zu führen gegen das Böse. Und das Böse führt immer zum Guten.